Hallöchen, heute habe ich euch ein kleines Schätzchen mitgebracht. Machen wir kurz Pause. Wohl meine beste Runde in Tiger 1, die ich je hingekriegt habe. Und die wollte ich euch nicht vorenthalten. Ich kann soweit so viel spoilern. Ich habe fast 5000 Damage mit dem Teil rausgehauen. Und das ist ein schönes Beispiel, wie Stützianki auch laufen kann, wenn man Glück hat. Jo. Ich entschuldige mich für die miese Tonqualität, aber ich nehme mit dem Windows-Programm auf. Und es ist einfach, ich möchte jetzt nicht über Windows herziehen, aber etwas schwierig. Gut, gegen Achter, klingt gut. Dann schauen wir mal. Ich war recht optimistisch. Ich bin gerade dabei, ja, den Gunmark-Grind zu machen. Also die zweite Gunmark sozusagen zu schaffen, aber es ist sehr, sehr schwer. Ich gucke irgendwo bei 84,23% rum. Das ist eine Katastrophe. Und immer, ihr kennt es vielleicht, immer wenn man kurz davor ist, immer Freikamera, dann verlierst du wieder. Naja, egal. Ich werde es irgendwann schaffen. Jedenfalls, das war die Runde meines Lebens im Tiger 1. Und die will ich euch einfach zeigen. Hat richtig Spaß gemacht. Das habe ich gedacht, hier, ich fahre in die Mitte. Da. Ich bin alleine, ich gehe hier drauf, ganz schnell. Also der Anfang war nicht so optimistisch und nicht so gut. Aber seht selbst. Ich halte jetzt mal meine Klappe, ich gehe mal auf mich. So. Umso weniger ich rede, umso besser auch für den Ton. Das halt immer so komisch, meine Stimme. Wie gesagt, es sah ziemlich schlecht aus, ich hier alleine. Der Anfang war nicht so dolle. Habe ich erst gemerkt, dass da drüben überhaupt nichts gespottet ist. Und habe mich dann umgedreht. Ich bin halt allein gewesen. Ich habe halt spekuliert, dass die nicht drücken. Aber ich hatte die hier den T28 und die Su hier hinten. Ich denke, erste Kill. Das haben sie dann auch gecheckt und haben sich nicht getraut, hier durchzufahren. Ich musste mich halt für eine Seite entscheiden. Und ich hatte mich für die richtige Seite entschieden. So, seht selbst, liebe Kinder. Wo der hingegangen ist, weiß ich auch nicht. Zum Mond? Mein Glück war, dass die halt in der Mitte die Heavys, wie sagt man so schön, keine Eier in der Hose hatten. Jawohl. Ach ja, Stützianki kann auch so schön sein. Ich bin jetzt eben auf mir, ne? Das ist jetzt die freie Cam. Aber ich denke mal, es ist besser, wenn wir auf mich gehen, oder? Da könnt ihr ruhig auch schießen, auch wenn ihr nicht drauf seid, keine Umrandung seht. Das sind nur die Büsche, teilweise. Ich sage immer, wer nicht schießt, der trifft auch nicht. Logisch, oder? Diese Logik, unglaublich. Ich weiß nicht, was interessanter ist, dieses Replay oder meine Kommentare dazu. Schreibt es mal in die Kommentare. Ein Stück Leo. Ihr seht, ich nehme mir Zeit. Er brennt. Er brennt vor Liebe. Ups. Immer schön Zeit nehmen für die Anfänger meines Kanals, Zuschauer meines Kanals. Nehmt euch die Zeit und aimt schön durch. Sonst nutzt euch die präziseste Kanone nicht. Erste unzufriedene Äußerung von der Super Hellcat. Das war mir aber egal. Auch ein kleiner Tipp an die Anfänger. Wenn ihr davon überzeugt seid, was ihr macht, dann zieht's durch. Okay, lasst euch nicht verunsichern. Dann snacken wir schnell, genau. Somit war die Mitte sauber.
Da hatte ich die Zoo nicht ganz gecheckt, aber dann habe ich es gemerkt. Hallo. Das waren ein paar ärgerliche Schüsse. Jetzt haben es die Mates gecheckt da oben und haben ihn endlich gepusht. Zoo ist relativ schwer zu penetrieren. Und wir haben schon 2,5 auf der Uhr. Und wir tigern uns durch. Wir wühlen uns nicht durch, wir tigern uns durch. Was für Einfälle und Wahnsinnskommentare ich habe, ne? Daumen hoch dafür und abonniert gern meinen Kanal. Jetzt haben wir das Problem mit den TDs da hinten. Es waren jetzt ein paar reichlich optimistische Schüsse, aber das war mir egal. Bin auch nur Hobbyspieler. Aber es war trotzdem die beste Tigerrunde, die ich je hatte. Ich hatte nur noch 570 auf der Uhr, darum war ich etwas schüchterner jetzt, weil so eine Schelle von der Isu wollte ich nicht fressen. Die macht nämlich richtig Aua. Da sind ein paar richtig ärgerliche Schüsse dabei gewesen. Da habe ich ein bisschen Angst gekriegt. Moment. Mein Fehler an der Situation war, ich hätte eigentlich ein Stück weiter vorfahren können, was ich gleich mache und den T34 schon mal rausnehmen müssen, können, dürfen. Ich war aber sehr auf die ISU fixiert. Wahrscheinlich war es die Angst. Weil ich ein kleiner Karnickel bin, der vor dem Fuchs sitzt. Egal, ne. Ich hätte einfach ein Stück vorfahren sollen hier und schon mal den T34 rausnehmen sollen. Aber eben, wie gesagt, Leute, ich bin nur ein Hobbyspieler. Ich bin halt manchmal ganz gerne im Tunnel und im Fokus, aber es spielt keine Rolle. Lasst die Spiele weiterspielen. Ich war halt irgendwie scharf auf den. Ja. Und dann habe ich es, glaube ich, endlich gecheckt, oder? Ein Stück weiter nach links zu fahren. Ja. Checkst du es? Nein, ich habe es noch nicht gecheckt. Ich habe, glaube ich, einen Schluck Kaffee genommen. Dann war richtig ärgerliche Schüsse dabei, ne? Sehe ich jetzt gerade im Replay. Oh Mann, habe ich getobt. Ich glaube, der saß aber. Und jetzt bin ich auf die Idee gekommen, endlich mal die Isu Isu sein lassen und beim T34 ein bisschen helfen, weil eine Kanone weniger. Ich konnte aber da nicht weiterfahren. Da war ein Haus im Weg. Aber jetzt. Das hätte ich viel früher machen sollen. Schon wieder ein wertvoller Tipp auf meinem Kanal. Nehmt Kanonen raus, wenn es geht. Okay, fixiert euch nicht so dumm oder so blöd wie ich gerade auf einen, sondern eine Kanone weniger ist eine Kanone weniger. Das war die Weisheit des Tages. Tja, und da habe ich überlegt, was mache ich jetzt? ISU ist wieder zugegangen. Chillen wir erstmal. Fast 3,4 auf der Uhr. Gedacht, okay, wenn ich jetzt drauf gehe, dann bin ich sehr verärgert. Also warten wir mal ab. Warum rede ich eigentlich so? Egal. Heute rede ich so. So eine warte mal. Genau, da habe ich durchgeschossen, oder? Nein. So eine Erzählstimme, ne? So, also wie so eine Märchenstimme. So. Siehst du, da gab es doch noch ein Stückchen Tiger für mich. Mein Pendant. Geduld. Patience is the key.
Ups. Auch wenn ihr sie nicht drin habt, schießt trotzdem in die Richtung. Auch der nächste wertvolle Tipp auf meinem Kanal, Freunde. Hatte noch 34 Mumpeln. Und dann kam eben unsere Sue. 840 hat er noch auf der Uhr gehabt. Der wollte endlich auch mal mitspielen. Aber guckt, die Isu, die machst du halt nicht da auf, ne, da hinten, ne? Oder? Ja. Die machst du nicht auf. Eben, ich hatte noch 569, er 840, hat also locker, hätte locker die Schelle von der ISO wegstecken können. Da habe ich gedacht, jetzt fahr doch vor. Ich habe es, glaube ich, auch da noch reingeschrieben. Fang dir den einen Schuss und wir nehmen die Brüder raus. Aber er wollte nicht. Vielleicht hat er auch dieses Take It falsch verstanden. Ja, da gemeint, ich will ihm eine Cola reichen. Das kann natürlich auch sein. Scheiße, ich musste das. Ich hätte es klarer kommunizieren sollen. Egal. Tja. Die Su hat keine Eier. Und dann habe ich gedacht, ich habe auch keine Eier, also warte ich. Diese Runde versaue ich mir nicht. Und dann ging's große Warten los. Das verstehe ich als nicht. Wenn sie da. Hier. Der hat 840 auf der Uhr. Einfach vorfahren, den Schuss fangen. Und der anderen können die rausnehmen. Aber nee, er steht da rum im Busch. Typischer TD-Fahrer. Ich habe nichts gesagt. Moment. Geh mal wieder auf mich. Jo, dann beschimpfen sich alle. Das Übliche. Da kam endlich der Spot. Aim durch, aim durch. So, die Su hat, glaube ich, nichts mehr abgekriegt. Es hat ihm gerade recht geschrien. Was eine geile Runde. Ich hatte hier 4, 3, 9. Ihr seht, am Schluss, ich hatte, habe ich ja erzählt, blindet auch mal in die Richtung, in die Büsche, auch wenn ihr den Punkt nicht seht. Am Schluss hatte ich 4.800 auf der Uhr. Panzerass natürlich. Also ich muss sagen, das war die absolut tollste Runde, die ich je in meinem Tigerchen hatte. 4.800. Jedenfalls egal. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Und das lade ich heute Abend noch hoch und schaut es euch gerne an. Gell? Und ich hoffe, die Soundqualität ging einigermaßen. Eben dieses Windows-Aufnahmeprogramm. Ich will nichts sagen. Ist ein bisschen problematisch. Gell? Also, bis die Tage. Ich lade wieder mal was hoch. Gell? Schaut immer mal wieder rein, aktiviert die Glocke. Und im besten Fall abonniert den Kanal. Bis dann. Ciao.